Dietmar ist 47 Jahre alt und arbeitet bei der UNO. Die UNO. Sie wurde am 24. Oktober 1945 San Francisco, Kalifornien gegründet, hat ihren Hauptsitz in New York City und 193 Mitgliedstaaten. Deutschland gehört auch dazu. Dietmar wohnt in Deutschland und arbeitet für die UNO. Und er hat einen sehr wissbegierigen Sohn. Papi, was machst denn du eigentlich bei der UNO? Wir setzen uns vor allem für den Weltfrieden, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit ein. Die UNO hat neben diesen drei Zielen 8 große Hauptaufgaben, die wir versuchen umzusetzen. Diese sind zudem eng miteinander verbunden, da sie aufeinander basieren und man nennt sie die Millenniums-Entwicklungsziele. Aber Papa, welche sind das denn überhaupt? Und was ist deren Sinn daran? Das Erste, was wir versuchen zu verändern, ist das Bekämpfen von extremer Armut und Hunger. Zum Beispiel in Entwicklungsländern mit schlechter Versorgungslage, also die deutlich weniger entwickelt sind als andere Länder. Dazu gehören weitere Teile Afrikas, Singapur, Südkorea, Saudi-Arabien und noch viele mehr. Des Weiteren wollen wir versuchen, Schulbildung, Primärschulbildung für alle zu ermöglichen. Das heißt also, dass andere Kinder genauso wie du in die Schule gehen können, um so auch später arbeiten zu können. So verringert sich dann nämlich auch das Problem mit der Armut. Verstehst du? Was auch ein besonders wichtiger Punkt ist, dass wir Mann und Frau gleichstellen wollen, da sie noch immer in vielen Punkten nicht wie der Mann gleich behandelt wird. Von Grundschule bis in hohe Entscheidungspositionen. Vor allem wollen wir sie aber auch stärken, sie sind unter anderem der größte Teil, der in Armut lebt. Das passiert oft infolge von Rollendenken, so ist hier wirklich großer Handlungsbedarf. Es ist so, dass auf der ganzen Welt täglich Kinder sterben, sogar jede Minute. Das liegt an eigentlich vermeidbaren Krankheiten, mangelhaften Impfen, keinem guten Wasser und hygienischen Lebensbedingungen. Damit das nicht mehr passiert, versuchen wir auch hier so viel wie möglich zu ändern. Oft müssen auch Mütter leiden. Vor allem in Entwicklungsländern reicht meist die Gesundheitsversorgung nicht aus. So wollen wir diese verbessern, sodass weniger Mütter zum Beispiel, wenn sie ein Kind bekommen, sterben müssen. HIV und AIDS. Unheilbare oder zu spät erkannte Krankheiten, an denen immer noch viele Menschen sterben. Die UNO hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, sich auf den Kampf gegen diese Krankheiten zu spezialisieren. Wir wollen vor allem die Ausbreitung stoppen durch Aufklärung, Behandlung und so weiter und wollen den Betroffenen mehr Zugang zu Medikamenten bieten und Schutz. Wie du weißt, ist es wichtig, unsere Erde gut zu behandeln, da sie Grundlage unseres Lebens ist. Das gilt auch für unsere Ressourcen und wir sollten nicht nur nehmen. Ohne auf unsere Umwelt zu achten, kann auch das Thema Armut nur von kurzer Dauer sein. Mit Problemen wie schmutzigem Trinkwasser, Bodenbelastung, Klimawandel ist es vor allem armen Ländern nicht möglich, etwas zu tun und landen in einem Teufelskreis. Da versuchen wir, die Lebens- und Umweltbedingungen erheblich zu verbessern. Sicherlich ist dir bewusst, dass all das natürlich nur dann geht, wenn alle Länder zusammenarbeiten und die gleichen Ziele verfolgen. Doch viele Länder haben grundsätzlich andere Ansichten, sind ärmer, reicher, wirtschaftlich besser, schlechter entwickelt. Unabhängig ihres Entwicklungsstatus arbeiten wir an einer Zusammenarbeit aller Länder. Klingt spannend und sehr interessant. Mir leuchtet alles ein. Weitere Entwicklungsziele sind auch schon geplant. Von denen kann ich dir ein andermal erzählen. Was die weiteren Millennium-Entwicklungsziele sind und was diese bedeutet, seht ihr in einem anderen Video.